Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. In unserem MacPomweit-Magazin nehmen wir Sie dieses Mal mit auf eine kleine Küstentour von Wismar über Rostock bis nach Greifswald. Die erste Station berichtet von mobiler Gastronomie. Zwischen den Ständen des Wismarer Marktplatzes findet man das kleine rote Cafficino. Dort bereitet Inhaberin Diana Behrens gemeinsam mit ihrem Mann Tee- und Kaffeespezialitäten für die Kundschaft zu. Pro Tag verkauft sie im Schnitt 50 bis 60 Tassen Kaffee. An umsatzstarken Wochentagen sind es sogar über 100. Finanziert hat Diana Behrens ihr mobiles Café aus eigenen Mitteln. Längst schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen. Ja, also es ist recht schnell, dass meine Kosten gedeckt waren und ich tatsächlich auch in die Gewinnzone gegangen bin. Und es läuft wirklich gut. Seit dem 1. April 2021 steht das mobile Café auf dem Marktplatz. Diana Behrens hat die Corona-Krise wirtschaftlich gut abgepasst. Andere Cafés mussten teilweise schließen. Bei ihr konnten die Kunden ihre Heißgetränke draußen trinken. Es war einiges wieder offen, es wurde einiges gelockert und auch die ersten Touristen kamen dann wieder im Juni. Aber es wurde auch von den Wismarern sehr gut angenommen. Also es ist ein Genussvölkchen. Es freut mich sehr und deswegen war der Start recht gut. Diana Behrens und ihr Mann planen im Juni 2023 ein festes Café in Mölin zu eröffnen. Zusätzlich wird die gemeinsame Tochter das Cafficino weiterhin betreiben. Auf dem Wismarer Marktplatz oder auf Veranstaltungen. Und damit nach Rostock. Unsere Fernsehkollegen aus der Hansestadt haben Olaf Altermann besucht. Hinter dem Unternehmer liegen pandemiebedingt schwierige Zeiten. Im Rostocker Stadtteil Teutenwinkel befindet sich eines von nur noch wenigen Bowlingcentern in Mecklenburg-Vorpommern. Betreiber des Centers ist Olaf Altermann. Vor gut 8 Jahren übernahm er den Betrieb mit 4 Angestellten. Mein Center bietet 6 zugelassene, Liga-zugelassene Bahnen. Also die Bahnen sind von der Deutschen Bowling Union abgenommen. Theoretisch dürfte ich hier Bundesligaspiele durchführen. Das ist praktisch nicht möglich, weil ich zu wenig Bahnen habe. Mit 6 Bahnen ist Bundesliga-Betrieb nicht möglich. Aber die Bahnen entsprechen tatsächlich dem Standard, wie er in der Bundesliga auch gespielt wird. Darüber hinaus haben wir eine recht umfangreiche Gastronomie. Und genau hier liegt das Problem. Als Unternehmen mit gemischtem Dienstleistungsangebot war das Center von Olaf Altermann besonders von der Pandemie betroffen. Neben dem Vereinssport müssen zum Überleben des Centers vor allem auch ganze Gruppen einer der 6 Bahnen mieten. Doch die Bowling-Saison findet im Winter statt und genau da hatten die Bowling-Center des Landes zu schließen. Im Sommer hingegen, wenn geöffnet werden durfte, blieben die Gäste aus. Ich nenne es ganz gerne Hybridbetrieb. Das trifft eigentlich die Sache ganz gut. Also wir sind zum einen tatsächlich eine Schank- und Speisegaststätte und auf der anderen Seite eine Indoor-Sportstätte. Und das ist in der Tat auch wirklich auf die Füße gefallen in der Pandemie, weil mal durfte die eine Sache aufmachen, mal die andere und mal gar nichts und mal beides. Letztendlich, um es ganz kurz zu fassen, in 24 Monaten Pandemie hatten wir 14 Monate geschlossen. Also mehr als 50% der Zeit war die Tür zu und es hat kein Spielbetrieb stattgefunden. Eine harte Zeit für das Center, eine harte Bewährungsprobe, aber wir stehen heute hier, haben gerade ein recht erfolgreiches Landesmeisterschaftsturnier durchgeführt. Und das funktioniert nur, weil das Center geöffnet hat. Wir haben bis jetzt durchgehalten. Für die Zeit der Schließungen beantragte Olaf Altermann für das Center staatliche Hilfsgelder und bekam sie auch zugesprochen. Selbstverständlich habe ich Überbrückungshilfen beantragt und das auch in jeder Form, die möglich war. Habe dort auch guten beraterischen Beistand gehabt. Und muss von meiner Warte aus sagen, beantragte Gelder sind verhältnismäßig schnell geflossen. Sie sind in beantragter Höhe geflossen. Ich habe die glückliche Situation gehabt, dass ich wenig schätzen musste
weil die Überbrückungshilfen sind ja überwiegend auf Schätzungen aufgebaut gewesen, sondern ich habe entsprechende Zeiträume mit eigenen Mitteln überbrücken können, um dann letztendlich im Nachhinein Realzahlen zu beantragen. Hat den ganz großen Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit von Rückzahlungen sehr, sehr gering ist, weil die Zahlen, die ich eingereicht habe, sind ganz einfach Zahlen, die in der Buchhaltung erfasst wurden und die sich auch nicht mehr ändern werden. Die staatlichen Hilfen waren überlebenswichtig für das Center. Doch das Wichtigste zum Überleben bleibt ein dauerhaft gut besuchtes Bowling Center, um den monatelangen Ausfall zu kompensieren. Auf unserer letzten Station unserer kleinen Küstentour geht es jetzt um umweltfreundliche und flexible Mobilität in der Hansestadt Greifswald. Greifswald ist bekannt für Fahrräder, die zuhauf die Stadt schmücken. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zum Einkauf, in der Hansestadt ist alles schnell und einfach mit dem Drahtesel erreichbar. Ab sofort gibt es dieses sogar to go für alle, die sich unterwegs spontan fürs Rad entscheiden. Ja, ich freue mich sehr, dass der Stadtrat Greifswald heute an den Start gehen wird. Wir schaffen damit ein neues Mobilitätsangebot, einen entscheidenden Baustein zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute loslegen. Am 11. April wurde die erste Fahrradleihstation des Projektes Stadtrat feierlich eröffnet. Die Idee dahinter ist jedoch nicht neu. Bereits seit 2011 ist dieses Mobilitätsangebot auf der Sonneninsel verfügbar. Die Idee ist ja ursprünglich auf der Insel Usedom entstanden. Die Idee war, ich habe nicht einen Fahrradverleiher und muss da unbedingt hin zurück, sondern mein Fahrradverleiher hat ganz viele Stationen und ich kann überall abgeben. Und diese Idee hat auf Usedom in meiner früheren Zeit als Verkehrsminister sehr geholfen, die Bahnhöfe zu entlasten, weil dort jetzt lauter Radstationen sind. Die Leute können sich überlegen, wie weit mag ich fahren, dann steige ich in Zug. Ich habe also eine hohe Bereitschaft, dadurch aufs Auto zu verzichten oder das Auto stehen zu lassen und dann stattdessen Bahn, Bus und Fahrrad zu nutzen. Hinter dem Projekt steckt die Firma MV-Rad GmbH. Geschäftsführer Axel Bellinger ist mit der Idee unter dem Namen Usedom Rad GmbH seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Die Pandemie und die damit einhergehenden finanziellen Einbußen der Tourismusbranche machen ihm jedoch Sorgen. Also es ist in der Tat so, dass die Ausleihvorgänge massiv eingebrochen sind. Das war auch nicht abzufedern durch Maßnahmen im Werbebereich oder Marketingprozessen, weil einfach die Gäste natürlich weggeblieben sind. Was aber Gott sei Dank so gewesen ist und ich im Nachgang sagen muss, dass sehr, sehr positiv ist, ist, dass alle Werbepartner ohne jede Ausnahme gesagt haben, wir bezahlen dir die im Vertrag vereinbarten Werbegelder für die Präsentierung unserer Produkte auf deinen Rädern, das bezahlen wir dir einfach weiter. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern und der Bund sind Unterstützer von MV-Rad und den dazugehörigen Tochterfirmen. Doppelt praktisch, denn für die Zukunft plant Axel Bellinger einiges. Das Unternehmen möchte künftig in ganz MV Leihstationen für die Stahlrisser schaffen. In einigen Jugendherbergen des Landes ist das bereits ein voller Erfolg. Ein sehr, sehr glücklicher Umstand für unser Unternehmen war die Tatsache, dass ich vor 2 Jahren Herrn Stübel, den Chef Deutsche Jugendherbergen Mecklenburg-Vorpommern, kennenlernen konnte. Und in einer Reihe von Gesprächen im vergangenen Jahr dann zu ihm gekommen, mit ihm übereingekommen war, ob wir nicht pilotprojektweise auf der Insel Rügen mal in Jugendherbergen unsere Räder verleihen wollen. Das haben wir dann tatsächlich gemacht, mit sehr großem Erfolg in Prora, Binz und Selin. Und das hat dazu geführt, dass in weiteren Gesprächen festgelegt wurde, dass wir zukünftig alle Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern mit MV-Radstationen ausstatten. Die Umsetzung ist bereits in vollem Gange. Zum Saisonauftakt wird es in 10 Jugendherbergen Stationen von der MV-Rad GmbH geben, damit auch die jungen Besucherinnen und Besucher unser Bundesland noch besser erkunden können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser Magazin mit seinen 3 Beiträgen aus unserem Bundesland und seiner Unternehmenswelt. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.